Warum baut Paulus eine Haustafel, diese ganz praktischen Ermahnungen? Kinder, macht das. Männer, macht das. Arbeitgeber, macht das. Warum baut er es in einen solchen Brief ein? Wird das nicht ein bisschen zu persönlich fast? Können wir es nicht, ich sag's mal, so auf allgemeinen Prinzipien lassen? So dieses ganz Allgemeine, seid lieb zueinander, vergebt einander. Warum muss das so nahe kommen? Die Antwort besteht, ist ganz simpel, weil das ist Christsein. Christsein ist das, was du im Alltag draus machst. Christsein wird entweder gelebt auf der Basis, ich und meine Tochter, die, was weiß ich, aus irgendeinem Grund etwas Schusseliges anstellt, etwas, womit ich nicht gerechnet habe, sagen wir mal, mein Anti-Schuppen-Shampoo leer gemacht hat, ohne was zu sagen. Ja, ist ja dieses, du stehst unter der Dusche, bist gerade da, ja, greifst so, ich bin ja Brillenträger, ich sehe dann auch nicht so viel, ja, greifst dann dahin, wo halt immer dein Shampoo steht, ja, und freust dich darüber, dass es da nicht steht, oder es steht da und ist leer, super. Ja, was mache ich in dem Moment? Das ist Christsein, das sind die Erfahrungen. Was tue ich, wenn ich in so eine Situation hineinkomme? Dass ich dann meinem alten Menschen der Lust meines Fleisches freien Lauf und denke mir, ja, und bumm. Oder denke ich mir, nee, ich bin ein neuer Mensch. Fällt mir dann so ein Vers ein, wo sinngemäß dasselbe drinsteht, wie hier oben, wenn Paulus sagt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Fällt mir das dann ein und ich denke mir, was könnte das denn in diesem Moment heißen, während da gerade so mein Shampoo nicht da ist? Könnte es bedeuten, dass ich mir denke, ey komm, das ist dir auch schon oft passiert, dass du irgendwo mal was leer gemacht hast, ohne es jemandem gleich zu sagen? Auf dieser Ebene wird Christsein gelebt, auf dieser Ebene werden geistliche Kämpfe geschlagen und auf dieser Ebene wird gewonnen oder verloren. Wenn uns das nicht klar ist, wenn wir darauf warten oder wenn wir glauben, Christsein sei das, was sich abspielt, wenn so die großen geistlichen Entscheidungen anstehen. Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Ja? Dann wirst du einfach, das stimmt nicht. Christsein findet da statt, wo du in dem Moment, wo du gerade stehst, dir die Frage stellst, wie kann ich jetzt Liebe leben? Und wenn du es lernst, Liebe zu leben im Blick auf deine Tochter und im Blick auf die Shampooflasche, so dieses ganz kleine Element, dann verspreche ich dir, wirst du eine Kompetenz an Liebesfähigkeit entwickeln, die es dir in den großen Fragen ganz einfach macht, richtig zu entscheiden. Und deswegen die Haustafel, weil Liebe ist ganz praktisch. Wenn ich reinkomme und ich bin Brillenträger, ich sehe nicht, was vor mir ist. Ja, mein Sichtfeld ist begrenzt. Und ich habe eine Frau, die einen großen, fetten, schweren Rucksack gerne im Flur stehen lässt. Und ich falle mit schöner Regelmäßigkeit über diesen Rucksack, weil ich sehe ihn einfach nicht. Ich habe meiner Frau versucht zu erklären, dass Brillenträger mit fetten Rucksäcken, die im Weg stehen, ein Problem haben. Meine Frau hat das gehört, verstanden und sie möchte mich lieben. An der Stelle hat sie ein Problem. Warum auch immer. Dieser Rucksack steht da. Wir wissen, dass jeder von uns solche blinden Flecken hat, wo wir aus welchen Gründen auch immer wissen, dass wir einfach komisch sind. Wir haben so unsere Charakterdellen, wo wir nicht gleich immer es schaffen, ganz so zu leben, wie der andere sich das vorstellt. Wir könnten auch sagen, wir haben unsere Macken. Und ich will Macken nicht gut reden, aber wir haben sie. Und es geht darum, mit den Macken der anderen zu leben. Und immer dann, wenn ich auf so eine Macke trete oder über einen Rucksack stolpere oder ins Leere greife, wo eigentlich immer mein Shampoo steht, in diesem Moment wird Christsein ganz praktisch. An der Stelle wird sich real entscheiden, und zwar nur an der Stelle wird sich real entscheiden, ob du Christ bist, ob du, was Paulus sich wünscht, vollkommen oder reif in Christus dastehst. Ob du wirklich jemand bist, der begriffen hat, worum es im geistlichen Leben geht. Oder ob du einfach ein Loser bist. Ob du jemand bist, der zwar sagt, ich bin Christ. Aber wenn es banal um die Frage geht, was sind denn so typische Fragen? Da gibt es diese eine Fernsehserie,
Die würde ich auch gerne sehen. Aber die gibt es noch nicht in Deutschland, aber man kann sie illegal downloaden. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ich weiß, dass viele Christen an der Stelle sagen, ich mache es trotzdem. Ich kann euch ehrlich sagen, ich würde mich nicht wagen, es zu tun. Ich möchte kein Dieb sein. Ich möchte es einfach nicht. Wie ist das mit meiner persönlichen Gebetszeit? Wie ist es mit meinen Prioritäten? Wenn die Bibel davon spricht, dass das Wichtigste darin besteht, das macht Jesus im Lukas, oder Lukas macht das im Lukas-Evangelium, wenn er Jesus, oder wenn er die Geschichte erzählt von Maria und Martha, was ist das bessere Teil? Ist das bessere Teil, immer eine aufgeräumte Wohnung zu haben, was ist das bessere Teil? Wir wissen genau, das bessere Teil ist, zu den Füßen Jesu zu sitzen, nicht wahr? Wir kennen die Geschichte alle. So, jetzt stehe ich vor der Frage, ich hatte heute noch keine Ruhe mit Gott. Da gibt es noch so viel zu tun. Und ich verspreche dir, es gibt immer so viel zu tun. Ihr seid in einem Landstrich, wo man immer viel tut. Seid ihr die, wo man sagt, schaffe Häuslebauer? Oder sind die woanders? Die sind woanders, ha? Die sind weiter da drüben. Okay, gut. Ja, ich kenne mich nicht aus, ja. So aus der Berliner Perspektive sagt man das überall hier. Ha? Okay. Was tust du, wenn du feststellst, Mann, ich hatte überhaupt keine Zeit für Gott heute? Oder vielleicht, ich hatte keine Zeit die letzten 3 Tage, weil es gibt mal einen Tag, wo es wirklich schwierig ist. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Sage ich dann, naja, ist halt so. Oder sage ich, nee, ich muss meine Prioritäten heute anders setzen, dann bleibt was liegen. Ja, was werden die Nachbarn sagen? Oder wenn der Hauskreis dann kommt, ist noch nicht geputzt. Ja, ist halt so. Ich merke, wie meiner Frau das schwerfällt. Richtig schwer. Aber da fängt Christsein an. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 2, haltet fest am Gebet. Und ich konstatiere mal für die meisten Christen, die ich kenne, das allererste, was aus einem viel zu vollen Alltag rausfliegt, ist Gebet. Weil wir ja glauben, wir haben so viel zu tun, da ist keine Zeit mehr für Gebet. Ich schmunzel dann immer, weil von Luther wird gesagt, dass er irgendwann mal folgenden Spruch geprägt haben soll, ich habe so viel zu tun, ich muss jeden Tag irgendwie 3 bis 4 Stunden beten. Und er hat recht, ich habe so viel zu tun, Mann, bei dem vielen, was ich zu tun habe, da brauche ich eine extra Portion Gnade und Hilfe von Gott, dass das alles flutscht. Und wir glauben, ich habe so viel zu tun, da habe ich einfach keine Zeit, jetzt auch noch für Gott Zeit abzuquatschen. Nee, muss Gott mal auf mich verzichten, ich habe so viel zu tun. Und Paulus schreibt, haltet fest am Gebet. Wie sieht das mit unseren Prioritäten wirklich aus? Ich verspreche euch, Christsein wird auf dieser ganz praktischen Ebene gewonnen oder verloren. Und ich möchte euch Mut machen. Durch den Kolosserbrief, euer Leben im Spiegel dieses Wortes zu reflektieren. Vielleicht ist es dran, morgen mal einen langen Spaziergang zu machen. Einfach mal 1-2 Stunden alleine mit Gott spazieren zu gehen und Gott die Frage zu stellen, Vater im Himmel. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie siehst du mein Leben? An welchen Stellen mache ich eigentlich gerade ganz großen Bockmist? Zeig mir noch einfach 2 oder 3. Gott wird es tun. Nimm dir diese Zeit. Schütte deine Sorgen vor Gott aus, das gehört auch dazu. Dann heißt es hier wieder, und wacht darin mit Danksagung. Also bitteschön, ja, noch einmal die Danksagung. Und dieser Begriff wacht darin ist ganz interessant. Jesus sagt öfter mal, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Sinngemäß, dieses Wachsamsein-Motiv kommt bei ihm immer wieder. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, ist aus Matthäus 26, Vers 41. Und es geht nicht darum, dass er hier davor warnt, ein müdes und irgendwie lethargisches Gebet zu haben, so ein lebendiges Gebet, sondern es geht darum, wir sollen ihn erwarten. Wacht darin mit Danksagung. Ich wache, ich sorge dafür, dass mein geistliches Leben, meine Erwartungshaltung nicht einschläft, indem ich nicht einfach nur bete, sondern immer wieder Danke sage. Das ist interessant, dass Danken so eine ganz mein Gebet bereichernde und lebendig machende Funktion hat. Ich bin irgendwie geistlich lebendiger. Wenn jemand Danke sagt, dann bleibt er wachsam und er beschäftigt sich damit, dass Jesus wiederkommt, dass da wirklich eine reale Beziehung ist.
Weißt du, immer wenn ich Danke sage, sage ich, Gott hat in meinem Leben was gemacht. Ich konzentriere mich auf das, was Gott in meinem Leben macht. Und ich ziehe die Realität Gottes in mein Leben wieder rein. Und vielleicht habt ihr das noch nie gemacht, aber ich möchte euch einfach Mut machen dazu. Geht durch deine Wohnung. Du hast eine schöne Küche. Du kannst jeden Tag dafür dankbar sein. Das ist eine fantastische Küche. Ich wäre jeden Tag dafür dankbar. Vielleicht hast du ein Auto, was fährt. Sei dankbar. Vielleicht schaust du draußen raus, es regnet gerade und du hast ein Dach über dem Kopf. Sei dankbar. Du hast ein Mathebuch, was ich nicht verstehe, aber was dich total begeistert. Sei dankbar. Sowohl für den Kopf, das Buch lesen zu können, als auch für das Buch. Wir leben gut. Wir können dankbar sein. Wir haben einen Vater im Himmel, von dem alle guten Gaben kommen. Und immer dann, wenn wir Danke sagen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir wissen, woher das kommt. Ziehen wir etwas von der Realität Gottes wieder in unser Leben hinein. Verweigern wir uns dem Zeitgeist, der alles irgendwie schiebt auf Naturgesetze und alles selbstverständlich nehmen möchte. Nein, es ist Gott, der uns in jedem Moment beschenkt. Haltet fest am Gebet. Bitte betet. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass in Deutschland wenig gebetet wird. Aber ich merke immer dann, wenn Gemeinde sich zum Gebet trifft, verändert sich etwas. Und ich möchte dir persönlich Mut machen. Ich kenne den Kampf um Gebet. Ich weiß, dass ich, bei mir geht es immer rauf und runter. Ich weiß nicht. Also eigentlich müsste ich das ja besser wissen als ihr alle, weil ich habe darüber ja schon gepredigt. Aber es geht, ja. Mal, ich habe dann so Phasen, wo ich dann wieder ganz schön, wo es mir einfach schon, und dann bricht das wieder ab und ich weiß eigentlich nicht warum. Es ist ein permanenter Kampf. Ich weiß, wenn ich mir am Tag richtig Zeit nehme für Gebet, wenn ich morgens, bevor die Sonne aufgeht, in den Wald gehe und dann einfach dreiviertel Stunde, Stunde Zeit habe, wirklich den Tag vor Gott zu bewegen. Ich weiß, die Tage sind anders. Sie laufen, sie flutschen ganz anders. Also sie sind einfach besser. Ich weiß das. Und es ist jeden Morgen neu ein Kampf. Jeden Morgen neu. Manchmal stehe ich vor mir selber und denke mir, du Dödel. Ja, dieses Zerrissensein. Da gibt es in mir gibt es das Wissen, wie gut es wäre, es zu tun. Und irgendwie, weißt du, dieses dann, jetzt mach dich auf. Ich krieg's dann manchmal nicht hin. Für mich ist es ein Kampf. Und ich glaube, dass es für euch auch einer ist. Zumindest für die meisten von euch. Und deswegen möchte ich euch Mut machen. Haltet fest, beharrt, bleibt dabei. Dann könnt ihr das auch übersetzen mit seid emsig beschäftigt mit Gebet. Du möchtest etwas in deinem Leben erreichen. Bete dafür. Meine große Sorge für deutsche Christen ist unter anderem, dass wir das Wort aus Jakobus 4, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, dass wir das irgendwann mal gesagt bekommen. Dass wir uns viel, viel wünschen und dass wir fleißig beschäftigt waren mit diesem und jenem, aber dass die zwei wirklichen Prioritäten, hören auf Gott und reden mit Gott, unterentwickelt sind. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich kann das nur predigen. Ich kann nur erstmal versuchen, selber in meinem Leben das auf die Reihe zu kriegen. Und ich möchte euch Mut machen. Wenn das bei euch so ist, werdet Beter. Und wenn wir schon dabei sind zu beten, Vers 3, und betet zugleich auch für uns, dann geht es darum, für andere zu beten. In dem Fall jetzt für Paulus, allgemeiner für Missionare. Dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin. Ist das nicht fantastisch? Du hast jemanden im Gefängnis und der sagt nicht, hey, betet für mich, dass ich freikomme. Nee, der sagt, ich bin hier im Gefängnis und wenn ihr schon für mich beten wollt, betet, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, dass Gott eine geöffnete Tür für Mission schenkt, dass wir effektiv in unserer Umgebung das Evangelium verbreiten können. Das ist ein Blick. Nicht dieses, ach, ich bin im Gefängnis und ach ja, bitte holt mich hier raus. Kannst du auch für beten. Aber wenn du Paulus fragst, was wünschst du dir? Dann sagt Paulus, es gibt eine Sache, für die brennt mein Herz. Dafür, dass das Wort Gottes wächst.
dass Menschen das Wort Gottes verstehen, dass das Geheimnis des Christus, das Evangelium, was wir vorhin hatten, dass Christus in euch Hoffnung auf die Herrlichkeit, dass es da einen Weg gibt, um aus der Macht der Finsternis heraus in ewiges Leben hineinzutauchen. Dass das eine Realität ist, die für jeden Menschen offen steht. Betet darum. Ich weiß nicht, wofür ihr betet in den Gemeinden. Fangt an, dafür zu beten. Dass in eurer Umgebung solche Türen aufgehen. Dass du auf Menschen triffst, die vielleicht von Gott noch gar nichts wissen wollen und mit einem Mal so ein Stückchen offener werden. Mit einem Mal schnipp. Conny hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich fand das so lustig. Weil es ist genau an der Stelle passiert. Dieses, da ist jemand dran und es ist jemand dran. Und dann macht es plötzlich schnipp. Und dann gibt es in dieser Begegnung mit Gott so einen Sprung, so einen Plopp. Bei dir war es ein Alpha-Kurs. Und dafür müssen wir beten. Dass Gott diese Plops schenkt im Leben von Menschen, wo du nicht weißt, warum sind die denn jetzt offen? Warum will der denn auf einmal mit mir über Gott reden? Das wissen wir nicht. Warum geht der auf einmal in einen Alpha-Kurs? Warum fängt der auf einmal an, die Bibel zu lesen? Keine Ahnung. Aber du kannst dafür beten, dass irgendwo eine Tür des Wortes aufgeht. Dass die Herzenstür so ein bisschen aufgeht und das Wort, schlipp, ist schon drin. Und wenn es erstmal drin ist, dann geht es auch weiter. Vers 4, damit ich es kund mache, wie ich es reden soll. Vers 5, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Evangelisation. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Hat damit zu tun, dass wir uns viel Gedanken machen müssen über die Frage, wie leben wir in dieser Welt? Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen nicht eine krampfhafte Abschottung. Wir brauchen auch nicht eine unbiblische Anbiederung an die Welt. Wir brauchen Weisheit. Wir kommen in Kontakt und wir müssen in Kontakt kommen. Und ich weiß nicht, was das für euch bedeutet. Ich habe meine eigenen Wege, wo ich sage, das entspricht mir. Da kann ich Menschen erreichen. Da möchte ich mit Menschen in Kontakt kommen. Ich habe euch von den Chillouts erzählt, wo wir ganz bewusst Gläubige und Ungläubige zusammen einladen, auch mit der Hoffnung, dass gute Gespräche entstehen. Es ist keine Mogelpackung, es ist wirklich ein Chillout. Du kannst auch einfach nur da hinkommen und ein bisschen die Beine baumeln lassen. Aber denkt drüber nach, betet für Weisheit. Betet dafür, dass ihr erkennt, wo ihr Leute erreichen könnt. Gebt euch noch nicht geschlagen. Ich weiß, dass das so ein Fass ohne Boden ist. So nach dem Motto, Mann, ich habe jetzt 5 Jahre an der Stelle investiert, das hat doch alles keinen Sinn. Gib dich einfach nicht geschlagen. Bete für Weisheit und mach weiter. Wenn dein ganzes Leben darin besteht, dass du eine einzige Seele rettest, wenn das alles wäre, was du am Ende vorzuweisen hast, es würde sich lohnen. Diese eine Seele wäre ein ganzes Leben Einsatz wert. Woher weiß ich das? Weil diese eine Seele war den Tod des Christus wert. Daher weiß ich das. Sie hat einen unendlichen Wert. Und deswegen betet darüber, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Die draußen sind, das sind Menschen, die Gott noch nicht kennen, nicht Christen. Und überlegt, wie ihr es Nicht-Christen leicht machen könnt, euch zu respektieren. Wie ihr reden müsst, damit sie euch verstehen. Wie ihr attraktiv sein könnt. Das heißt, kauft die gelegene Zeit aus. Es gibt bestimmte Zeitpunkte, Zeitabschnitte. Die sind einfach besonders geeignet. Du hast im Lauf deines Lebens mal so eine Wegstrecke, die du mit einem gehst. Das ist die Zeit, die es auszukaufen gilt. Wenn die Zeit vorbei ist, ich habe bis 1999 bei den Berliner Verkehrsbetrieben gearbeitet. Das war die Zeit, um diese Arbeitskollegen zu erreichen. Dann war die Zeit vorbei. Dann sind neue Leute gekommen. Dann war es die Zeit. Glaub nicht, du hast noch unendlich viel Zeit. Wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, ist jetzt die Zeit, die es zu nutzen gilt. Diese Idee, naja, ich kann ja später noch, stimmt nicht. Du kannst es nicht. Jetzt hast du die Zeit. Manchmal überblickst du, wie weit es ist und manchmal nicht. Ich bin kein großer Evangelist, wenn du sagst, ich traue mich das nicht, ich verstehe dich total. Und trotzdem steht das hier. Kauft die gelegene Zeit aus. Vielleicht bist du nicht, kennt ihr diese Kaltakquise-Evangelisten? Boah, das ist so... Ich muss sagen, für mich ist das die Hochform von Evangelisation. Ich kenne jemanden nicht und komme nach 10 Minuten auf ein geistliches Gespräch. Ja, wo ich sage, ich kenne jemanden nicht und ich komme nach 2 Jahren auf den Punkt.
Das ist meine Geschwindigkeit. Aber diese Typen, die da, und das gibt sie, und sie machen das gut. Ja, die fangen mit jemandem an zu reden und sind dann plopp beim Evangelium. Und es gab eine Zeit, da haben diese Typen mich frustriert, weil ich dachte, ich müsse so sein. Aber ich war so nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich müsste mich verbiegen, um so zu sein. Und ich bin es nicht. Und trotzdem gilt, was hier steht. Kauf die gelegene Zeit auf. Ich mache es auf meine Weise. Ich versuche, meinen Weg zu finden. Den Weg der Zecke. Dieses sich ransaugen, irgendwie mitgehen, dranbleiben. Hier ein Buch empfehlen, da ein gutes geistliches Gespräch führen, hier einladen in den Bibelkreis. Keine Ahnung, was du tust. Aber nehmt es ernst. Kauft die gelegene Zeit aus. Da, wo jemand mit euch auf dem Weg ist, überlegt, wie ihr ihm dienen könnt, wie ihr ihn neugierig machen könnt. Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Klar, oder? In Gnade freundlich. Ich habe hier etwas, was du wirklich brauchst. Mit Salz gewürzt. Es darf nach was schmecken. Es darf ein bisschen beißen. Es darf Durst nach mehr machen. Und ihr habt so viel. Wenn ihr eine Weile mit Gott unterwegs seid, ihr könnt von Gebetserhörungen erzählen. Ich gebrauche natürlich gern Dinge, wo Gott mich heil gemacht hat, wo Gott mir geholfen hat. Und sei es in meiner Kindererziehung, in meiner Ehe. Ich merke, wie wir jetzt, ich hatte erzählt, meine Frau studiert nochmal, jetzt haben wir diese ganzen kleinen Kommilitonenfreundinnen. Ja, das ist ein Grundschullehrer, das sind ja meistens sind Frauen davon. So, ich habe also, ist einfach so blöd, aber es ist so. Ich wünsche mir viel mehr Männer an der Stelle, aber es ist nicht so. So, das heißt, meine Frau macht was? Na, Kommilitonenpartys, weil wir haben eine große Wohnung, da kann man Leute einladen. Also machen wir halt Partys für die Kommilitonen. Und wisst ihr, was auffällt? Ich habe da diese Grundschullehrerinnen und ein paar vereinzelte angehende Grundschullehrer. Die sind wirklich lieb. Ich mag die Typen. Aber sie haben sowas wie uns noch nie erlebt. Wie ein Ehepaar Mitte 40, das noch Händchen hält und noch wirklich miteinander verliebt ist und sich noch Gedanken macht über romantische Wochenenden und froh ist, mal seine Kinder los zu sein. Ja? Ein Ehepaar über 40, was noch Händchen hält und noch romantische Wochenenden feiert. Und die stehen davor, weil das, was sie an Beziehungen kennen, das sind Beziehungen, die Mitte 40 in eine Belanglosigkeit einmünden, bis dahin, dass man sich sowieso trennt. Da ist keiner dabei, der sagen würde, meine Eltern sind mir ein echtes Vorbild. Ich möchte eine Beziehung führen wie meine Eltern. Da ist nicht einer dabei. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt treffen die auf uns. Die sind völlig perplex. Also da haben wir doch etwas, wo wir was einsetzen können. Da hast du etwas, wo du was einsetzen kannst. Vielleicht irgendwo anders. Du hast mir von deinen VW-Bussen erzählt. Okay, es wäre nicht meine Liga. Ja? Ich bin immer froh, wenn meine Autos fahren und wenn sie nicht fahren, fange ich an dafür zu beten, dass sie wieder fahren. Ja, er lacht nicht, ich mache das wirklich. Ich lege auch anderen technischen Geräten Hände auf, wenn es sein muss. Ja. Ich bin einfach kein Techniker, ja. Ich bete und dann klopfe ich ein bisschen an der Seite und hoffe, dass es wieder läuft. Und ihr wisst gar nicht, wie oft Gott mein Gebet schon erhört hat. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, wir haben etwas zu geben. Und ich sehe diese jungen Leute und natürlich, jetzt kommen sie mit ihren Problemen. Und wen fragen sie? Naja, Bärbel. Wen sollen sie sonst fragen? Sie haben niemanden sonst. Und Bärbel gibt einen Beziehungsrat nach dem anderen und verteilt so Beziehungsratgeber. Und das ist noch lange nicht Evangelium, okay? Das ist noch ein weiter Weg, bis man mit denen sagen kann, lass uns mal in der Bibel lesen. Vielleicht schaffen wir es auf dem Weg auch gar nicht für die kurze Zeit, dass wir so weit kommen. Das mag sein. Aber den Weg, den wir miteinander gehen, benutzen wir, um in Gnade mit Salz gewürzt mit ihnen zu reden. Und das verlangt Weisheit. Deswegen in Vers 6 am Ende, ihr sollt wissen oder damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es ist nicht schlimm, wenn du eine Frage gestellt bekommst und keine Antwort weißt. Das ist nicht dramatisch. Das darf dir einmal passieren, zu der Frage. Und dann setzt du dich hin und überlegst dir einfach, was wäre eigentlich die richtige Antwort gewesen. Und wenn du sie nicht weißt, er ist nicht mehr da, Volker ansprechen. Weil ich glaube, dass Volker, so wie ich ihn in den letzten, ich habe ihn erst gestern Abend kennengelernt, aber so wie ich ihn einschätze, ist er der Kaltakquise-Evangelist, der einfach mit jedem über Gott reden kann. Behaupte ich einfach mal. Ich kenne noch nicht viel von ihm, aber ich schätze mal, einer hat wenig Probleme an der Stelle.
Das heißt, wenn du mal eine Frage hast, was hätte ich sagen können in dem und dem Fall, frag ihn. Ich denke, er wird dir eine gute Antwort geben und die merkst du dir. Das nächste Mal, wenn die Situation wieder kommt, machst du es genauso. Wichtig ist nur, dass wir es tun. Dass wir festhalten am Gebet. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Dass wir uns begreifen, Kolosser 3 am Anfang, als solche, die vom Himmel aus gelenkt werden. Dass unser Nachdenken ist über die Dinge, die oben sind. Dass wir dann all den Dreck, der nicht in unser Leben reingehört, rausschmeißen und das anziehen, was Jesus entspricht. Dass wir bei dem aufpassen, dass wir unsere Berufung erkennen, als eine Berufung zu einem Leib. Wir sind ein Team, wir sind keine Einzelkämpfer. Du musst das nicht alleine stemmen, sondern du darfst in einer Gemeinschaft leben, die von Liebe zusammengehalten wird, in der das Wort Gottes respektiert wird. Und aus dieser Gemeinschaft heraus leben wir ein ganz praktisches Alltagschristenleben, wo wir Schritt für Schritt umsetzen, was wir im Wort Gottes sehen. Und bei alledem beten wir. Wir beten für die Missionare und wir schauen, dass da, wo wir Kontakt knüpfen zu Menschen, dass wir interessant bleiben. Nichts schlimmer als langweilige Christen, wirklich. Wir dürfen doch das wirklich das spannendste Leben führen. Da kann mir doch keiner was erzählen, dass das nicht spannend wäre. Wir sind doch die Einzigen, die sagen, keine Ahnung, was Gott mit mir nächstes Jahr vorhat. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, dass es dahin geht, kann sein, ja. Manchmal ist es ein bisschen klarer, ja, dann weißt du vielleicht nicht, was Gott mit meinen Kindern vorhat, ja. Sind wir noch am Beten? Ich finde das so spannend, Christ zu sein. Und das weiterzugeben und da auf diesen Gott hinzuweisen, fantastisch. Kommen wir zum Schluss. Kolosser 4, 7 bis 18, überschrieben mit und tschüss. Da schreibt Paulus, und ich fliege jetzt einfach über den Text, der hat uns jetzt tatsächlich nicht mehr so richtig viel zu sagen. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen. Super, den haben wir nicht hier, insofern wissen wir nicht, was er zu sagen hat. Wir wissen, dass er der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn ist. Ich wünsche euch, dass viele das über euch sagen können, dass ihr treu seid, dass ihr Mitarbeiter seid. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Gemeinde macht sich natürlich Sorgen, wenn sie von ihrem Apostel da oder von dem Apostel was hört im Gefängnis und so. Tychikus soll da ein bisschen beruhigend wirken. Mit Onesimus, das ist wahrscheinlich wirklich derselbe, der auch im Philemonbrief als entlaufener Sklave von Philemon vorgestellt wird. Mit Onesimus, auch der wird genannt dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Spannend, anscheinend gehört Philemon da irgendwie in die Gemeinde rein. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Jetzt gibt es ein paar Grüße. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Wir wissen nicht genau, ob das bildhaft ist oder wörtlich. Ja, es kann wirklich sein, dass das der ist, der halt eine Zelle weiter liegt. Es könnte aber auch einfach sein, dass jemand ist, der sehr viel Mitgefühl einfach für Paulus entwickelt. Mein Mitgefangener Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Dann ein Jesus. Man denkt manchmal, dass der Name Jesus etwas ganz Einzigartiges wäre. Das stimmt aber nicht. Und Jesus, genannt Justus, ist in der Antike üblich, dass Leute, die einen jüdischen Namen haben, auch einen nicht-jüdischen Namen bekommen. Es liegt daran, wir sehen das bei Paulus. Es ist nicht so, dass aus einem Saulus ein Paulus wurde. Das formuliert man gerne so, aber es ist falsch. Saulus war immer auch Paulus. Denn da, wo Paulus das erste Mal in der Apostelgeschichte als Name eingeführt wird, heißt es Saulus, der auch Paulus genannt wurde. Woran liegt das? Es liegt daran, dass für einen Juden zwei Kulturen aufeinander prallen. Er hat einmal seinen jüdischen Hintergrund, aber er lebt in einer römisch-griechischen Welt. Stell dir vor, ich würde nach Amerika auswandern. Das wäre, was meinen Vornamen Jürgen angeht, der Super-GAU. Versuch einen Ami Jürgen sagen zu lassen. Das ist total lustig. Wenn ich nach Amerika auswandern würde, das Erste, was ich einem Ami erklären würde, ist, dass er auf Jürgen wirklich verzichten kann. Ich würde mir einen anderen Namen geben müssen, der irgendwie nicht zu weit weg von Jürgen ist, aber doch nah, also ja, irgendwie was Ähnliches halt.
Ich würde wahrscheinlich auf George gehen, weil Jürgen ist von Georg abgeleitet. Das Gleiche macht jetzt ein Jude im ersten Jahrhundert nach Christus. Ich brauche einen Namen, der für einen Römer halbwegs verständlich ist. So für Römer, Grieche. Der aber irgendwie einen Bezug hat zu meinem anderen Namen. Deswegen ist ein Saulus, der überlegt sich jetzt ja, wie könnte ich mich nennen in der griechisch-römischen Welt? Was klingt so ähnlich wie Saulus? Paulus. Und ein Silas, was klingt so ähnlich wie Silas? Wer hat's gesagt? Silvanus, richtig. Silas und Silvanus sind dieselben. Und jetzt habe ich hier einen Jesus, der denkt sich, naja, was klingt so ähnlich wie Jesus, was kann man noch verstehen? Und er kommt auf Justus, warum auch immer. Das ist die Idee. Ich habe oft Leute, die mit zwei Namen unterwegs sind. Gut. Und Jesus, genannt Justus, aus der Beschneidung, also ein Jude, sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost gewesen. Schöner. Menschen, die Paulus ein Trost waren. Und man kann sich, wenn ihr noch nicht 5 Anwendungen voll habt, ihr sollt 5 Anwendungen aufschreiben. Bitte. 5. 5 kleine Hapfelchen. Ihr habt euch hier, wie viel Zeit haben wir jetzt da drauf? Okay, ihr werdet ungefähr 5 Stunden Predigt gehört haben. Für 5 Stunden Predigt müssen 5 Anwendungen drin sein. Wirklich. Wenn du noch nicht 5 voll hast, hier ist wieder so ein Ding. Da wird einer einem anderen zum Trost. Gibt es irgendwo jemanden, den du nächste Woche trösten kannst? Mach es! Lass dich von diesem schönen Beispiel, das uns Jesus genannt Justus gibt, zusammen mit den anderen, lass dich da anreizen. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Gemeindegründer von Kolosse. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Ihr merkt, das wird nochmal aufgegriffen. Das ist toll. Das ist ein guter Mann, der betet für euch. Also, wenn ihr noch keine 5 Anwendungen habt, denkt zurück an das, was wir über Gebet gesagt haben. Der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Super. Das ist sein Wunsch. Dass sie verstehen, was der Wille Gottes ist. Haben wir auch am Anfang schon was zu gesagt. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Das ist nicht ganz so positiv, okay? Das heißt, wenn wir es mal umdrehen, Freunde, damit ist jetzt Schluss. Der Kerl macht sich Mühe und was ihr jetzt macht, ihr strengt euch mal an, ihm gegenüber so ein bisschen freundlicher zu sein. Und dieser Brief dient genau dazu. Epaphras kommt zurück und hat diesen Brief dabei und kann sagen, ich segle wirklich unter der Flagge der Apostel. Das, was ich sage, ist wahr. Hört nicht auf das, was da von draußen reinkommt. Nehmt das nicht an. Wenn da irgendeiner kommt und der sagt, ich habe den Booster für dein geistliches Leben. Du brauchst irgendwie Jesus und noch das dazu. Jesus allein ist es nicht. Wenn der kommt, dann glaub ihm nicht. Warum glaube ich ihm nicht? Weil Paulus sagt, wenn ich ihm glaube, geht meine Beziehung zu Jesus kaputt. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Daher wissen wir, dass Lukas überhaupt Arzt ist. Und Demas, der kommt dann vielleicht in 2. Timotheus 4 nochmal vor, wo er Paulus verlässt, leider. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem oder seinem Haus. Muss man mal sehen, das hängt ein bisschen davon ab, wie man Nympha übersetzt, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Spielt für uns keine Rolle. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Den haben wir leider nicht. Also ihr werdet beim SBS nie den Brief aus Laodicea kriegen. Der ist irgendwie verloren gegangen. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und das ist der Wunsch, mit dem ich euch entlassen möchte. Ich kann nicht sagen, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch, das steht da, aber das macht wenig Sinn. Aber dieser vorletzte Vers, das ist mein Wunsch an euch. Seht auf den Dienst, den ihr im Herrn empfangen habt, dass ihr ihn erfüllt.
Ich habe gestern von Volker gehört, wie wenig Gemeinden es hier gibt. Ihr seid die, die verantwortlich sind für diesen Bereich. Ihr habt ein Leben, was ihr investieren könnt. Ihr habt eure persönlichen Kontakte, die ihr nutzen könnt. Ihr habt das Gebet und ihr habt euer Leben. Ein Leben, was ihr nutzen könnt, um Gott zu erkennen und für Gott zu, auf eine gute Weise unterwegs zu sein. Mein Wunsch an euch, ihr habt jetzt 5 Stunden zugehört. Mein Wunsch ist, dass ihr irgendetwas von dem, was ihr gehört habt, umsetzt. Dass es wirklich eine Auswirkung hat. Lasst es nicht zu, dass ihr in die nächste Woche geht, die nächste Woche lebt und all das, was heute gesagt wurde, Schall und Rauch ist. Seht auf den Dienst, den ihr empfangen habt, dass ihr ihn erfüllt. Amen.